Hallo, da bin ich wieder, euer Fleischermeister Plätzer. Diesmal habe ich für euch Rinderfiletsteak im Baconmantel mit Rosmarinkartoffeln. Dazu habe ich hier einmal zwei wunderschöne Rinderfiletsteaks, amerikanisches diesmal. Und zwar habe ich hier eins, das ist so circa 240 Gramm schwer und eins, das ist so knapp 200 Gramm schwer. Dazu süße kleine Kartoffelchen, unsere Drillinge. Dann brauche ich noch Olivenöl, normales Öl, Rosmarin und grobes Meersalz. Natürlich wieder meine Pfanne, diesmal ein Backblech. So, als erstes will ich erstmal die Kartoffelchen schön waschen, abschrubben, halbieren und dann in eine Schüssel mit 2 Esslöffel Olivenöl, Rosmarin und Meersalz abwürzen. Und ja, dazu kommen wir gleich. So, meine Kartoffeln habe ich jetzt ordentlich gewaschen. Habe schon mal 2 Esslöffel Olivenöl drüber getan. Jetzt packe ich noch so circa 1 Esslöffel Rosmarin darüber. Und ordentlich Meersalz. Ich nehme mal ganz gerne grobes Meersalz. Das schmeckt dann besser. Jetzt mische ich das einmal ordentlich durch und packe mir das aufs Backblech ausgehöhlt mit Backpapier. So, jetzt habe ich die Kartoffeln schön aufs Backpapier draufgelegt, gucke, dass noch die Gewürze alle schön verteilt sind und achte auch gerne darauf, dass die Schnittfläche nach oben zeigt. So kann sich das alles schön in die Kartoffel reinziehen und wird dann richtig schön knusprig, knasper, knausbar. Pack dann nochmal ein bisschen Meersalz oben drauf. So, und jetzt kommen schon meine Rosmarinkartoffeln ab im Backofen rein, 160 Grad bei Umluft. Und das Ganze bleibt dann so für eine gute halbe bis dreiviertel Stunde im Backofen drin. Nach einer halben Stunde fange ich dann an, also nach einer knapp halben Stunde, so 25 Minuten, fange ich dann an mit meinen Steaks. Dann ist ungefähr beides gleich fertig. Jetzt packe ich das erstmal im Backofen rein und wir sehen uns später wieder. So, 25 Minuten sind jetzt vergangen. Meine Rosmarinkartoffeln sind noch schön im Backofen drin. Jetzt kümmern wir uns ums Fleisch. So, nochmal kurz erwähnt, ich habe hier wunderschönes Rinderfiletsteak im Bacon gewickelt. Und die sind circa 5 cm dick, alle beide. Und das eine hat circa 240 Gramm. Das ist so ein gutes Schnitzelchen für mich. Und das andere hat so 180, 185 Gramm. Ein gutes Schnitzel für meine Frau. Die sind wie gesagt beide so circa 5 cm dick und wir mögen es beide gerne medium rare. So, als allererstes werde ich erstmal die Pfanne richtig schön erhitzen, richtig schön heiß machen. Nochmal dazu gesagt, das Fleisch habe ich eine halbe Stunde vorher aus dem Kühlschrank rausgenommen, dass es so circa Zimmertemperatur hat. Es ist auch nicht schlimm, wenn es eine Dreiviertelstunde draußen liegt. Aber ich sag mal so, mindestens eine halbe Stunde sollte man es schon vorher rauslassen. So, jetzt warten wir mal, bis die Pfanne richtig heiß geworden ist. Und dann brate ich die Steaks von jeder Seite 1 Minute an. Richtig schön scharf anbraten, von jeder Seite 1 Minute. So, muss sein. So, die eine Seite habe ich jetzt schon angebraten, 1 Minute. Jetzt kommt die andere Seite dran. Und danach werde ich die Steaks nochmal von der Seite ringsherum nochmal jeweils so circa 10 Minuten, 10 Sekunden, 10 bis 15 Sekunden scharf anbraten. Man kann die Steaks auch schön an die Seite stellen, das ist kein Problem. Wie gesagt, ringsherum nochmal so 10 bis 15 Sekunden schön von allen Seiten scharf anbrennen. So, ich habe jetzt meine Steaks von jeder Seite 1 Minute angebraten und einmal ringsrum
ringsrum auch nochmal von allen Seiten so circa 10 bis 15 Sekunden. Beide Steaks. So, meine Rosmarinkartoffeln brauchen jetzt noch so circa 10 Minuten, bis sie fertig sind. Und währenddessen werde ich meine Steaks einfach mit dabei packen. So, ich habe jetzt meine Steaks hier mit einfach in die Mitte mit beigetan. Man könnte jetzt auch schon ein bisschen Salz und Pfeffer auf die Steaks packen oder ein Stück Kräuterbutter drauflegen, auch nicht schlecht, muss aber nicht. Ich persönlich mag es lieber, alles auf dem Teller nachher zu würzen. So, wie gesagt, meine Kartoffeln brauchen jetzt noch so circa 10 Minuten. Sehen jetzt schon sehr gut aus. Mein Steak sieht auch schon gut aus. Wir lassen das Ganze jetzt, na, ich sag mal, 12 Minuten in den Backofen drin. Und dann sollte es auch schon fertig sein. Bis gleich. So, weitere 12 Minuten sind vergangen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Machen den Drucktest. Ja, das sieht schon richtig gut aus. Richtig lecker. Die Kartoffeln sind auch super, perfekt. Jetzt machen wir Folgendes. Klappe wieder zu. Backofen aus. Licht lassen wir mal an. So. Jetzt warten wir 5 Minuten. Wir lassen das Fleisch einfach indirekt nochmal 5 Minuten von alleine ziehen. Und danach packen wir es auf den Teller und dann sollte es fertig sein. Ich habe jetzt das Ganze, wie gesagt, ein Steak 240 Gramm und ca. 180, 85 Gramm, beide ca. 5 cm dick mit Speck umwickelt. Habe die jetzt scharf von beiden Seiten, den Hauptseiten jeweils eine Minute scharf angegrillt und dann ringsherum von den Seiten auch nochmal so 10 bis 15 Sekunden von jeder Seite scharf angegrillt. Dann im Backofen bei 160 Grad 12 Minuten drin gelassen. Und jetzt lassen wir es nochmal 5 Minuten lang ziehen und dann sollte es medium rare sein. Wer es lieber ein bisschen mehr durch mag, lässt es einfach 15 Minuten im Backofen bei 160 Grad und lässt dann trotzdem 5 bis 6 Minuten ziehen. Dann sollte es auch schon reichen. So, nachdem das noch 5 Minuten im Backofen gezogen hat, wollen wir das mal anschneiden und wollen uns das Ganze mal angucken, wie das aussieht. Jawohl, genau so muss es sein. Das ist richtig geil, medium rare, richtig schön saftig. So, das Ganze packen wir uns dann bei unserer Rosmarinkartoffel mit drauf. Dazu vielleicht noch ein paar Speckböhnchen, bisschen Kräuterbutter. Wie gesagt, Salz, Pfeffer und schon ist unser Mittagessen fertig oder unser Abendessen. So, sollte es euch schmecken, sollte euch mein Video gefallen, lasst mir gerne ein Like da. Wollt ihr gerne mehr von mir sehen, dann abonniert mich gerne, folgt mir. Ich wünsche euch guten Appetit. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Fleischermeister Blätzer. Ciao.